Ja, vielen Dank, Marie. Und ich habe die Aufgabe, aber auch natürlich die Gelegenheit, sozusagen jetzt meinen eigenen Filter über das zu legen, was gekommen ist. Ich möchte vielleicht so drei Aspekte aufgreifen, immer auch mit Namen der Beitragenden verbunden. Das erste wäre der Aspekt von Herrn Renn und Herrn Meister, die Dringlichkeit. Noch einmal, um das klarzumachen, es herrscht Einigkeit, dass bis 2030 ganz essentielle Weichen gestellt werden müssen, um eine Dekarbonisierung weltweit bis 2050 hinzubekommen. Das wiederum ist notwendig, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Diese Dringlichkeit steht völlig außer Frage. Wenn wir die Ziele erreichen wollen, müssen jetzt die Weichen gestellt werden. Das ist völlig klar. Der zweite Punkt, und da würde ich sagen, das ist Jürgen Renn, Anita Engels. Es geht, wenn wir hin zu dieser Dekarbonisierung wollen, geht es um eine Transformation von noch nie dagewesenem Ausmaß. Jürgen Renn hat das ja so sehr schön gesagt, frühere Energiewenden waren nie sofort global und sofort umfassend. Jetzt muss es aber sein. Wie versteht man eine solche Transformation? Wir hatten bei der Jahrestagung, ich glaube, das war für der 2019 in der Vorbereitung, da hatte ich so ganz naiv darum gebeten, können wir uns nicht einmal vorangegangene gesellschaftliche Transformationen anschauen und sehen, ob wir daraus was für die jetzt notwendige Transformation lernen? Und dann haben sich sehr kluge Leute sehr lange Gedanken darüber gemacht und die Antwort, die ich bekam, tut mir leid, tut uns leid, Jochen, wird nichts. Es gibt keinen Präzedenzfall. Das heißt, wir müssen, und da kommen wir auch wieder auf das zurück, was Jürgen Renn sagte, wir müssten, auch ich muss mich damit abfinden, dass wir die jetzt notwendige und hoffentlich stattfindende Transformation erst dann verstehen werden, wenn sie abläuft, während sie abläuft. Und vielleicht ist auch, und das war für mich möglicherweise das Wichtigste, was ich heute gelernt habe, was Jürgen Renn sagte, die Skalierbarkeit ist das Problem. Wir müssen, was immer es an Maßnahmen gibt, muss global skaliert werden, um die Transformation effektiv zu machen. Und wie kann man so etwas, wie kann man Skalierbarkeit im Voraus erforschen? Das geht nicht. Das muss im Flug, das muss während am laufenden Betrieb, am offenen Herzen erfolgen, dieses Verständnis. Und das heißt, wir brauchen auch die Forschung, wir müssen sie entwickeln, ist auch wiederholt betont worden. Wir müssen diese Forschung einer solchen Transformation, die natürlich fast alle Disziplinen umfasst, die müssen wir unter Umständen jetzt auch mitentwickelt, während die Transformation abläuft. Ein weiterer für mich wichtiger Punkt waren die Anreizsysteme. Sehr, sehr wichtig und vielleicht auch nochmal wieder ganz konkret. Es ist ja von unserem Exzellenzcluster CLECS in Hamburg gesprochen worden, wo wir auch versuchen, eine solche Synthese, ein solches Systemverständnis zu erstellen. Und es kam von den Personen, die daran arbeiten, an dieser Synthese, kam die ganz konkrete Frage an mich, an uns, so, was macht das mit meiner Karriere, dass ich das hier tue? Es tut mir sehr leid, dass ich konnte keine sehr klare Antwort geben. Und das hat tatsächlich mit diesen Anreizsystemen zu tun, für diese Art von Transformationsforschung und für diese Art von integrativer Forschung. Und der dritte Punkt, dann drei Namen wieder, Matteo Ruggiero im Chat, Anita Engels und Herr Rossmann, hängt auch mit der Transformation zusammen und den Wegen dorthin. Wir müssen verstehen, wie der politisch-gesellschaftliche, wirtschaftliche Prozess funktioniert. Kann mir auch zum Schluss nochmal auf. Wenn wir diesen Prozess nicht verstehen, verlieren wir uns entweder in Illusionen oder wir verlieren uns in Fatalismus, weil wir das Gefühl haben, es passiert auch nichts, egal in welche Richtung, es wäre nicht gut. Ich fand Anitas Beispiel sehr schlagend, wenn man sich das derzeitige Investitionsgeschehen anschaut in Öl und Gas. Es ist ungebrochen und es ist erstmal keine Änderung zu erkennen. Das heißt, zu glauben, jetzt weltweit gehen die Investoren da raus und die rennen in Scharen davon, das findet zurzeit nicht statt. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen es akzeptieren, dass wir müssen die Realität um uns herum erkennen, verstehen, damit wir eine Chance haben, effektive Optionen zu entwickeln, die uns hin zu einem Ziel führen, was wir verfolgen wollen. Ohne das Verständnis werden die Optionen vermutlich nicht effektiv sein.
Hier möchte ich auch noch mal ganz ausdrücklich Jürgen Renn zustimmen. Absolut sehe ich es als unsere Aufgabe, diese Option zu entwickeln. Und wie Anita ja gesagt hat, wenn wir das System gut genug verstehen, haben wir auch eine Chance, Optionen zu entwickeln, die tatsächlich greifen. Aber ohne dieses Verständnis rennen wir gegen eine Wand. Das wäre mein Resümee für diese außerordentlich interessante Jahrestagung.